Willkommen und benvenuti bei Oiji spielt. Es ist ein bisschen Zeit vergangen seit dem letzten Video, das habt ihr richtig erkannt. Tatsächlich habe ich doch die eine oder andere Aufgabe, die mich ja etwas länger von den Kameras weghält. Spielen tue ich unverändert und das ist auch wichtig und richtig so. Aber es gibt halt das ein oder andere, was auch ganz wichtig ist und was dann ein Stück weit Vorrang hat. Heute, wie gesagt, nach etwas Abstand, komme ich zurück mit einem Video zu einem Spiel eines italienischen Autorens. Eigentlich muss ich sagen, eines italienischen Verlages. Beides stimmt, denn in Kapitel 8 hatte ich ja, wie ihr wisst, die Spiele von Placentia Games. Und wir reden heute über das Spiel Shogun no Katana. Ein Spiel für 1 bis 4 Personen, also man kann es solo spielen, von Davide, heißt er Davide, Federico Randazzo und P.S. Martensen. Aber ihr wisst ja, P.S. Martensen ist das Pseudonym für Mario Sacchi, dem Kopf von Placentia Games oder Postscriptum. Wir reden über einen Worker-Placer mit Planungsmechanik. Wir reden über ein Expertenspiel, wir reden über ein Spiel, auf der Schachtel steht 45 Minuten pro Person. In der Erstpartie könnte es tatsächlich etwas länger dauern. Hier nochmal die Schachtel in ganzer Größe, bevor ich sie mal beiseite lege. Was machen wir bei Shogun no Katana? Ich sagte, es ist ein Worker-Placer. Wir haben ein kleines Tableau. Zu Beginn haben wir 4 Spielfiguren und 2 Mönche. Und wir können im Laufe des Spiels Spielfiguren, also Arbeiter, die auf diesen Feldern stehen, freischalten. Das ist doppelseitig. Man kann es also anders gestalten. Und zwar ist unser Ziel in diesem Spiel, Schwerter oder Katanas zu schmieden. Die werden dann, jetzt halte ich es nochmal hoch, hier immer platziert, von links nach rechts. Und wenn man ein Feld ausgefüllt hat, wo noch ein Worker ist, dann spielt man diesen frei. Ich zeige euch jetzt mal so einen Mönch. So. Und hier ist eine normale Figur. Also nett oder hübsch gemachte Figuren. Für den Zweck sehr, sehr schön gemacht. Ich sagte Worker Placer. Wir haben einen großen, schönen Spielplan. Auf dem Spielplan gibt es 5 Aktionen, die man machen kann. Das ist einmal Aufträge, Schwerter herzustellen von diversen Familien. Dafür bekommt man ein Geld. Also ich zeige euch mal so ein klassisches Tableau oder eine klassische Blaupause für ein Schwert. Ihr seht in der Blume die Siegpunkte, die man zum Schluss bekommt, grundsätzlich bekommt, wenn man das Schwert fertiggestellt hat. Ihr seht in der Mitte, dass ich 4 Geldmünzen erhalte und der Hammer oder das Werkzeug, was an der Seite ist, ist für eine Endpunktwertung wichtig, wenn man eine entsprechende Karte hat. Ansonsten seht ihr unten die Rohstoffe, die ich hier bearbeiten muss. 2x Holz, 2x Eisen und 1x Stoff oder Fell. Also es gibt eine Aktion, in der ich, wo ich meine Leute einsetze. Und da bekomme ich halt oder nehme ich mir von einem Platz, der dort ist, so eine Blaupause, so einen Auftrag und das Geld. Zusätzlich, dass ich einen Auftrag erhalte, ziehe ich auch eine Karte, die mir einen Soforteffekt gibt. Das könnten Ressourcen zum Beispiel sein oder auch einen dauerhaften Effekt. Dann muss ich diese Karte aber an meinem Tableau, und das sieht dann so aus, anbringen, und zwar entweder an dieser Seite oder an dieser Seite. Und immer wenn ich ein Schwert fertiggestellt habe, dann bekomme ich die ganzen Effekte oder Ressourcen und Geld, aber dazu gleich mehr. Neben der Aktion, ich nehme mir einen Auftrag, gibt es die Aktion, dass ich auf den Markt gehen kann. Auf dem Markt bekomme ich dann, tausche ich Rohstoffe gegen Geld zu unterschiedlichen Preisen.
Und auch dort bekomme ich eine ähnliche Karte, wie schon gesagt und gezeigt. Dann gibt es den Palast. In den Palast kann ich mich hineinstellen und da gibt es einen gewissen Trigger-Effekt. Benutze ich den Palast mit einem meiner Familienmitglieder, dann triggere ich automatisch auch die Figuren der Mitspieler, also eine Figur der Mitspieler und alle meine Figuren. Und das kennen wir so ein bisschen aus Puerto Rico zum Beispiel, wo man ja eine Rolle nimmt. Da hat man dann eine Aktion mit einer Plusfähigkeit und alle anderen können die normale Fähigkeit spielen. Hier ist es, ich kann meine Aktion spielen. All die meiner anderen dort anwesenden Familienmitglieder, es können maximal drei sein. Und jeder andere Mitspieler kann einen seiner Figuren triggern. Da gibt es meistens Ressourcen zu einem günstigeren Preis. Also es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, die von Spiel zu Spiel auch immer anders sind. Also eine gewisse Diversität, Variabilität ist in diesem Spiel hier auch enthalten. Und dann gibt es die Möglichkeit, seine Schwerter, die man ja herstellt, mit rohen Materialien zu verzieren. Und dann tauscht man dort seine Spielsteine in glänzendere Spielsteine aus. Das bringt, das ist das Wichtige bei einem Euro, natürlich mehr Siegpunkte bei Fertigstellung. Auch hier ist es so, wenn einer die Aktion spielt, dürfen alle anderen auch einen Schritt gehen. Hat natürlich auch einen gewissen Überlegungswert, ob man das machen will. Der letzte Worker-Placer-Punkt ist dann so eine Standardsache. Man setzt sich irgendwo hin, um Startspieler sein zu können. Dafür kriegt man auch nochmal zusätzlich Geld. Und Startspieler hier zu sein oder nicht unbedingt Letzter zu sein, muss hier auch gar nicht verkehrt sein. Das kann man auch tatsächlich sagen. Vorhin sagte ich, dass es Arbeiter und Mönche gibt. Hier nochmal die Figürchen. Was ist der Unterschied? Zu Beginn habe ich vier Figuren. Ich kann mir drei weitere freischalten. Das heißt, ich habe sieben Worker-Placer-Aktionen. Und mit dem Mönch mache ich im Grunde genau das Gleiche wie mit einem Worker. Aber in jeder der vier Runden, die wir insgesamt spielen, kostet der Mönch ein Geld, immer pro Runde mehr Geld, deswegen braucht man primär auch Geld und um die Waren halt zu kaufen. Und der Mönch gibt einen pro Aktion, die man da macht, eine Zusatzaktion, die einen Mehrwert sind. Das kann man definitiv so sagen. Das war das Worker-Placen und dann sagte ich, es ist ja auch Planen, denn das ist unser Tableau und wenn ich so ein schönes Plättchen habe und dann auf das Feld legen möchte, dann seht ihr, dass es mit einem Holz beginnt, also muss ich das Plättchen in der Reihe legen mit dem Holzfeld und ich kann es, wenn ich es dann bearbeite, dann lege ich meinen Worker nicht auf das Brett, sondern überhalb oder seitlich und dann werden alle Schwerter, die, wenn ich seitlich lege, die in der Reihe sind, bearbeitet oder wenn ich es in der Spalte lege, alle, die in der Spalte sind. Hier wäre es Holz, dann wird das Holz sich um einen weiter bewegen, dann ist Erz gefragt, dann würde es sich runter bewegen und dann ist wieder Holz gefragt, dann würde es sich wieder nach oben bewegen und dann würde ich, weil ich es geschafft habe, ein Holz bekommen und zwei Geldmünzen als zusätzliche Belohnung zu den Punkten, die ich dann bekomme. Hier wären es vier gewesen plus mögliche Sonderpunkte für die Verzierung. Ich könnte hier bestenfalls ein Holz und ein Erz oder Stahl verzieren. Man darf also immer nur eine Ressource verzieren. Das ist, ich will nicht sagen, das ist komplex, aber etwas komplexer, diese Wertungsregelung. Und hier das Planen ist halt, die Katanas so zu platzieren, dass man sehr effektiv in einem Zug mehrere bearbeiten kann. Das heißt, ich muss mehrere Ressourcen schon vorher haben, um dann auch mehrere bearbeiten zu können, fertigstellen zu können. Und das ist halt die Krux und hier kann man definitiv sagen, dass das Spiel mit öfteren Spielen eine absolute Lernkurve gibt, die einen
wohl auch ein besseres Ergebnis dann zum Schluss erreichen lassen. Es ist, wie ich sagte, ein Expertenspiel, da lege ich mich fest. Das Spiel kann tatsächlich anders verlaufen. Ich habe es jetzt öfters gespielt. Einmal war es so, dass ich alleine auf das Verzieren gegangen bin und die anderen primär nur mitverziert haben. Wir hatten ein Spiel, da war der Markt immer besetzt. Wir hatten ein Spiel, da war der Palast immer besetzt. Ihr seht, es kann anders laufen. Und dann muss man sich da auch ein Stück weit darauf einstellen, wie es zu bewerkstelligen ist. Das Spiel hat auch noch Sieg-Endpunktkarten. Je Runde werden entsprechend Anzahl der Mitspieler diese Karten ausgelegt. Der Erste, der passt, darf sich als Erster eine Karte nehmen. Mir hat das Spiel sehr, sehr gut gefallen. Wenn wir über Placentia reden, dann reden wir über Spiele wie Vendake, über Kepler, über Florenza. Alle Spiele, die man kennt, die man schätzt für ihre ja doch schöne Ausgestaltung und gehobene Komplexität. Shogun no Katana reiht sich hier perfekt ein und ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr gelungenes Spiel. Es war ein Kickstarter, der hat zwar ein bisschen gedauert. Im Retailmarkt gibt es ihn auch schon. Es gibt auch zwei Erweiterungen, die man dazu kaufen kann. Ich meine 10, 15 Euro, eher 15. Man kann Münzen dazu kaufen, die kosten, ich meine, 19,99 plus oder minus Versand, plus oder ohne Versand. Das ist dann entsprechend eurer Bestellmenge. Und die Münzen, so sagte mir ein guter Freund, die kann man auch nutzen für zum Beispiel Iki oder ein anderes Spiel im Japan-Setting. Andi, wenn du dieses Video hörst, dann schreib doch mal, welches Spiel es ist. Mir fällt es gerade nicht ein. Damit bin ich auch durch und frage euch, habt ihr das Spiel, habt ihr es schon gespielt? Was ist euer Eindruck, was ist eure Meinung? Findet ihr es auch so toll wie ich oder habt ihr den einen oder anderen Kritikpunkt, den ihr anbringen möchtet? Lasst uns darüber reden, lasst uns diskutieren. Ich freue mich darauf und sage in diesem Sinne bis zum nächsten Mal, euer Eugene.